So. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Der Audi Startalk mit Hans-Joachim Watzke aus Dortmund. Und einer interessanten Geschichte. Dazu komme ich gleich. Vorher wollte ich mit Ihnen noch kurz drüber reden. Ich habe mal irgendwo gelesen, Sie sind zwar ein Triumvirat, aber es ist immer klar, wer der Boss ist, nämlich Sie. In Transfers haben Sie, nicht der Trainer sondern, und nicht der Sportdirektor, sondern Sie haben das letzte Wort, stimmt das? Ach, das ist, nein, das ist de jure ist das sicherlich so, klar. Aber das, wir haben von Anfang an festgelegt, dass wir diese Entscheidungen immer zu dritt treffen. Also Einstimmigkeit ist bei Ihnen Einstimmigkeit ist vorausgesetzt und wenn es keine gibt, dann gibt es eben keinen Transfer, ist ganz einfach. Okay. Und das hat uns auch schon vor viel Unheil bewahrt. Und das ist, nein, du musst, du kannst nicht sagen, ich bin hier der Big Boss und ihr habt jetzt das zu machen, was ich, so funktioniert Fußball nicht, definitiv nicht. Und wir haben dann einen guten Modus gefunden, das hinzukriegen, das passt. Wir haben ja Jürgen Klopp natürlich auch mal gefragt, wie er denn so die Zusammenarbeit sieht und hat dann Folgendes gesagt. Ja, okay, ist nicht wichtig. Wir schleppen ihn durch. Ja, wir schleppen ihn durch. Micha und ich machen die ganze Arbeit und Aki kommt ab und zu vorbei und unterschreibt es dann. So ist das. Jetzt, heute können wir mal wirklich die Fakten auf den Tisch haben. Ja, übrigens, Jürgen Klopp am Sonntag zu Gast ab 11 Uhr im Doppelpass, liebe Zuschauer, meinem Kollegen Jörg von Torra. War natürlich nur Flachs. Der Otto geht noch weiter und wir wollen den zweiten. Nee, aber das ist so, das kannst du ja so unter Persönlichkeitsveränderung eines Meistertrainers abbuchen. Der Otto geht noch weiter, Teil 2, Jürgen Klopp. Na gut, also ganz so ist es nicht. Nee, Aki ist, wie soll man sagen, wenn es Aki nicht gäbe, dann würde es Borussia Dortmund nicht mehr geben. Das ist, glaube ich, jedem, der das, was hier passiert ist, erlebt hat, klar. Und dementsprechend einfach unser aller Chef, mit dem wir sehr gern zusammenarbeiten. Tja, große Wertschätzung. Sie haben den Verein übernommen 2005. Februar. So. Und jetzt kommen wir zu den Utensilien, die ich hier liegen habe. Ein Trikot von Borussia Dortmund und Waschmittel. Ich habe nämlich die Geschichte mal gelesen, aber vielleicht können Sie so einfach erzählen. Stimmt es, dass es mal so dramatisch war, dass Sie nicht mal mehr die Kohle hatten vor einem Spiel, um die Trikots zu waschen? Ja, das war alles. Die ganze Dramatik hat sich alles in einer Woche abgespielt. Montags hat mich Rainer Dauball angerufen und hat mich gefragt, ob ich das machen würde, weil er war gerade Präsident geworden und suchte jetzt jemanden, der da die KGaA führt. Und war ich natürlich ein bisschen überrascht, dass da jemand auf mich gekommen ist. Er hat mir dann nachher aber gesagt, ich wäre der Einzige gewesen, der ans Handy gegangen wäre, wo er seine Nummer im Display gesehen hat. Und ja, und dann bin ich Dienstag oder Mittwoch war es da hingekommen und hatte dann auch eine gute Berater damals an meiner Seite, da mit dem Jochen Rolfs und seinen Mitarbeitern. Und die haben mir natürlich schon nach 2 Tagen gesagt, wir müssen jetzt was machen. Wir müssen jetzt sofort an die Börse melden, dass wir in einer Insolvenzsituation uns befinden, also existenzbedrohende Situation. Und wir müssen sofort alle Gläubige einladen, für Freitag noch. Denn sonst bist du als Geschäftsführer, die Gläubiger müssen jetzt in irgendeiner Weise zustimmen, dass wir Zeit bekommen, sei es 3 Monate, ein halbes Jahr oder was auch immer, sonst musst du Montag Insolvenz anmelden. Und dann haben wir die ganzen Gläubiger eingeladen. Die hatten die unangenehme Eigenschaft, die waren alle der Meinung, sie wären fast der Einzige. Und auf einmal war dann der Raum ungefähr so voll wie jetzt gerade hier. Echt? Und am Samstag mussten wir bei Bayern spielen und wussten aber gar nicht, ob das überhaupt noch unser Spiel wird. Weil eins war klar, wenn wir am Freitag, wir haben dann 7, 8 Stunden im Stadion mit den Gläubigern gesessen und wenn nicht jeder Gläubiger unterschrieben hätte am Freitag, dann hätten wir Samstag gar nicht mehr spielen brauchen. So spitz auf Knopf war die ganze Situation. Die Mannschaft war schon in München, Josef Schneck kann sich noch an die ganze Geschichte erinnern. Und irgendwann am Donnerstag oder Freitag, da kam dann die Frau, die damals gewaschen hat und sagt, wir haben keinen Waschpulver mehr. Und irgendwo habe ich jetzt gedacht, es war auch nirgendwo mehr was zu erkennen und dann habe ich einfach da gesagt, komm, hier sind 50 Euro oder was und jetzt kauf Waschpulver und dann, wir müssen nach München. Und dann haben wir am Freitagabend... Das kann man sich kaum vorstellen, nicht? Ja, aber das Bundesliga-Verein ist so nah an der Insolvenz, dass sie Fuffi geben fürs Waschmittel. Die Mannschaft sitzt am Freitagabend in München und wusste eigentlich noch gar nicht, ob es überhaupt noch einen Sinn macht.
Ne? Und dann haben wir abends um 20 oder 21 Uhr die letzte Unterschrift bekommen, dass sie uns jetzt mal 6 Monate Zeit geben, nicht mehr und nicht weniger. Was passiert? Aber ich war aus diesem Insolvenzszenario raus, montags jetzt Insolvenz anmelden zu müssen, was damals hieß sofort Abstieg. Ja? Und bin dann mit der letzten Maschine nach München geflogen, habe da das allen verkündet. Und da hast du, damals hatte ich auch noch nicht die Erfahrung von heute, ich habe nicht gemerkt, dass es da so eine kollektive Erleichterung gab im Bus, auf dem Weg ins Olympiastadion war das damals noch, war das alles eine ganz lockere Atmosphäre so, das war, alle waren so entspannt, dass wir nach 18 Minuten schon 3-0 zurücklagen. Und dann, das war dann das erste Spiel, da haben wir 5-0 verloren. Das weiß ich. Also das war aber eine der schönsten Niederlagen wahrscheinlich in Ihrem Leben. Das war grundsätzlich ja, aber im Prinzip war es ja so, du hattest jetzt zwar die Unterschrift der Gläubiger, aber es war ja nichts erreicht. No hope, no fun, no cash. War ja gar nichts. 5-0 hast du auch noch verloren. Also es war nicht so, dass du jetzt gesagt hast, mein Gott, was ist das alles klasse hier. Ja. Also das erste halbe Jahr möchte ich nicht mehr erleben. Und dann ging es quasi in 6 Jahren, liebe Zuschauer, vom fußballerischen Hospiz bis hin zur deutschen Meisterschaft. Flemming Lessner. In dieser Phase, als Sie um das Überleben des Vereins gekämpft haben und Sie haben diesen Job angenommen, wie oft haben Sie dann nochmal darüber nachgedacht, wenn Sie durch die Stadt gelaufen sind, Mensch, was würde hier für ein Tränenmeer fließen und wie schrecklich wäre das vielleicht auch, wenn mein Name quasi mit dem Untergang des Vereins verbunden ist? Ja, das war ja das große Problem. Das hat Reinhard Rauber mir aber schon, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben auch ein sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis und er hat mir gleich am Anfang gesagt, Aki, wenn du das machst, musst du natürlich auch darüber im Klaren sein, dass du dann wahrscheinlich derjenige bist, der dann, wenn es schief geht, zum Insolvenzgericht marschierst. Und irgendwann wird in den Büchern stehen, dass du die Insolvenz da beantragt hast. Und in 30 Jahren weiß wahrscheinlich gar keiner mehr, dass du da nicht vielleicht auch ursächlich für verantwortlich warst, dass du da zum Insolvenzgericht marschieren musstest. Und das war natürlich ein großes Thema für mich. Dass wir jemals einen Titel wieder gewinnen würden, hatte ich sowieso nicht geglaubt. Weil mir haben sehr viele wohlmeinende Leute aus dem Wirtschaftsrat, bei Borussia Dortmund und Ähnlichem gesagt, gut, wenn ihr zusammen oder ihr gemeinsam den Club saniert, aber wir sind ja so blank, wir werden nie wieder oben angreifen können und dann werden andere Leute dann diejenigen sein, die Titel gewonnen haben und wir werden auf ewig im Mittelmaß festsitzen. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, versuche ich mir gerade vorzustellen, was Sie empfunden haben müssen, als 2006 in einem Interview Michael Mayer vom bestellten Feld gesprochen hat, das er Ihnen hinterlassen hat. Ja. Da sage ich schon lange nichts mehr zu. Ich weiß nur eins und das ist ja für mich immer entscheidend. Diese Mitteilung an die Börse, dass Borussia Dortmund in einer existenzbedrohenden Situation sich befindet, die hat 2 Unterschriften. Eine ist von mir, die andere ist von Michael Mayer. Tja. Mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Nicht wirklich das berühmte Bestellfeld. Uli Hoeneß hat ja vor kurzem mal öffentlich gemacht, dass die beiden Ihnen 2004, glaube ich, mit 2 Millionen unter die Arme gegriffen haben. Könnte man dann sozusagen überspitzt sagen, ohne die Hilfe von den Bayern wäre Dortmund heute pleite? Nee, ganz so nicht. Es war damals, wir wären früher in die Situation gekommen. Ja, das heißt, das ist ja 2004 noch gewesen und in meiner Amtszeit dann ist dann die letzte Rate zurückgezahlt worden. Aber das hatte eigentlich nur eine verzögernde Wirkung. Nichtsdestotrotz war es sehr kollegial von den Bayern, das muss man einfach so sehen. Das war eine sehr gute Geste und ja, ich habe ja schon gesagt, wenn es mal irgendwann anders kommt, würden wir es auch machen. Gilt aber nur für Bayern, gilt nicht für Schalke. Die haben uns ja auch nichts geliehen. Marco Reus hat jetzt gesagt, der BVB ist attraktiver als Bayern, das ist sicherlich in München das auch nicht. Das ist ja kein Understatement. Das ist, das hat er ja auf, ich habe das ja in der, glaube es in der Frankfurter Rundschau war es, ich habe es ja auch gelesen, das war im Prinzip auf, für ihn persönlich auf die Art und Weise, es ist ja, ich habe heute noch irgendwo mit Philipp Lahm, glaube ich, ein Interview gelesen, der ja auch gesagt hat, dass die beiden Clubs unterschiedlichen Fußball spielen. Und ich glaube, das war das, was Marco Reus gemeint hat, der Fußballstil, den Borussia Dortmund spielt, liegt ihm persönlich wahrscheinlich etwas mehr. Von daher hat er
eine sehr kluge Entscheidung getroffen, ja. Und Sie haben sich, glaube ich, auch, ich kann mich erinnern, das ist echt, das muss ich Ihnen jetzt auch mal ganz kurz erzählen, es gab ein Interview mit Ihnen und Karl-Heinz Rummenigge gemeinsam bei den Kollegen von Sky. Und das war vor dem Spiel Bayern gegen Dortmund jetzt in der Hinrunde. Dann sieht man die beiden so nebeneinander sitzen, da ungefähr ist die Kamera. Und dann sieht man Aki Watzke, wie er sich zu Karl-Heinz Rummenigge rumdreht und dann so, heute weiß man fast schon schämisch, sagt, sag mal, mit dem Reus seid ihr doch längst klar, oder? Und dann antwortet eben Karl-Heinz Rummenigge, ja, man darf jetzt noch keinen Kontakt aufnehmen, bevor nicht der Erste ist und so weiter, weil es ja diese Regularien gibt. Da haben Sie schon gewusst, dass Sie das Rennen machen. Nein, nein, nein. Aber ich hatte... nein, nein, das wäre... Das wäre auch unkollegial. Nein, aber grundsätzlich war es so, ich hatte schon immer das Gefühl, dass da was für uns gehen könnte, weil wir einfach, weil ich den Marco auch so einschätze, wie er sich dann auch entschieden hat. Fakt ist auch immer, ich hatte das auch schon in anderen Fällen, wo sich dann ein Spieler doch anders entschieden hat. Und wenn man ein Angebot vom FC Bayern hat, was auch dann in der Regel etwas werthaltiger hinterlegt ist als das von Borussia Dortmund, da gibt es sicherlich Spieler, die sich dann auch ökonomisch entscheiden. Aber Marco hat sich Gott sei Dank so entschieden. Wir haben, liebe Zuschauer, eine Aktion zusammen mit der Bild-Zeitung gestartet und da haben Leser die Möglichkeit gehabt, die Teilnahme an dieser Sendung zu gewinnen und hier sogar eine Frage an Aki Watzke zu stellen. Und der Erste, der das darf, ist Jörg Becker, den wir herzlich begrüßen mit einem freundlichen Applaus. Hallo Jörg. Hallo. Jörg, Ihre Frage bitte an den Chef von Borussia Dortmund. Ja, Herr Watzke, meine Frage bezieht sich auf die Störfeuer, die regelmäßig aus dem Süden der Republik kommen. Ich erinnere mich da an die These, dass Dortmund absichtlich aus der Champions League ausgeschieden sei, um sich voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren zu können. Wie oft muss man sich da schütteln, um immer wieder seriös und angemessen auf solche Aussagen reagieren zu können? Ich weiß gar nicht, ob das so gesagt worden ist. Ich habe das auch ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich beschäftige mich damit auch nicht wirklich, weil jeder, der im Fußball ist, und ich glaube, dass die Bayern das auch einschätzen können, dass wir sehr gerne weitergekommen wären. Wir machen eine ganz kurze Pause, nämlich genau einen Werbespot, liebe Zuschauer. Und dann sind wir zurück hier mit Aki Watzke, dem Chef von Borussia Dortmund. Gleich nach einer kurzen Pause.